Das war eigentlich immer so, dass ich immer nur gedacht habe, wäre schön, wenn einer meinen Eltern beistehen könnte in der Zwischenzeit zu Hause und dass wir nicht beide drin sind. Eigentlich war das, ich fand das nicht so gut, obwohl man sich vielleicht auch näher kam dort. Ich möchte sagen, dass man nie so viel Gefühle entwickeln würde zu seinem Geschwister, also ich jedenfalls nicht zum Geschwisterpaar, wenn man ihm dann auch sagt, du, ich hab dich wirklich lieb, also wenn es dann kurz vor Schluss ist oder sowas. Und solche Sachen wären mir nie über die Lippen gekommen, sonst hätte ich höchstens mal gesagt, ey, bist ganz schön gut oder sowas. Aber eben in dem Sinne, nein, wir haben uns immer gut vertragen. Wir meckern natürlich auch miteinander und schimpfen, aber es war immer alles im grünen Bereich. Und dort haben wir uns nachher sicher auch sehr viel Halt gegeben. Vielmehr, ich hatte mehr den Eindruck, dass ich meiner Schwester Halt geben musste, als umgekehrt. Dann sie ist dann doch ganz schön abgesackt zwischendurch, aber ich war ein guter Witzeerzähler und ja, war eigentlich ganz okay. Jeder war um den anderen bemüht, immer wieder. Wir hatten auch die besten Ideen mit Säuberungen und so, mit der einen Apfelsine, die wir hatten. Die Schale haben wir aufgehoben und haben uns damit abgerieben, damit wir nicht so stinken. Lauter so ein Klöterkram. Oder Salz behalten, sie ist doch Sportlerin. Da haben wir also Salz muss sein, falls wir nichts mehr kriegen. Das sind so eine Kleinigkeiten. Und ich finde es so schön, dass man eigentlich so hinterher die bösen, die richtig bösen Sachen verdrängt und nur noch sich an nette, lustige oder auch kuriose Sachen erinnert.